Katharina Flieser ist 21 Jahre alt und Physikstudentin. An sich nichts Außergewöhnliches, wäre da nicht ihre große Leidenschaft, das Kickboxen. Also prinzipiell habe ich angefangen, da war ich noch ganz klar, da war ich 5 Jahre alt. Und meine Mama, die wollte unbedingt, dass ich mich irgendwie verteidigen kann. Und bei uns im Ort hat es das Kickboxen gegeben. Dann habe ich da angefangen damit. Und mit der Zeit habe ich die Leute kennengelernt, lieben gelernt und den Sport lieben gelernt. Und es ist immer intensiver geworden. Genau. Und dann sind wir am Ende da gelandet, wo wir jetzt sind. Und wir sind beim Kampfsportverein Geisenhausen, einer Talentschmiede, insbesondere für Mädchen. Zu den Aushängeschildern zählen dabei besonders Katharina Flieser und die ein Jahr jüngere Johanna Brunbauer. Diese beiden vertraten nämlich bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Antalya die deutschen Farben. Allein die Nominierung war schon eine Riesenleistung, zumal jedes Land pro Gewichtsklasse nur einen Teilnehmer stellen darf. Trotz des sportlich überschaubaren Erfolgs, sowohl Brunbauer als auch Flieser mussten bereits in der ersten Runde ihre Koffer packen, war dieses Erlebnis für beide einmalig. Natürlich ist es ja ärgerlich, dass ich ausgeschieden bin, aber das war wieder eine bekannte Gegnerin, die ist dann am Ende Weltmeisterin geworden. Also von dem her ist natürlich auf jeden Fall ärgerlich, aber mei. Ja, ich habe mich natürlich im ersten Moment schon geärgert, dass ich vor allem gleich in der ersten Runde ausscheide, weil man bereitet sie lang vor und dann kommt meine Angstgegnerin, gegen die habe ich schon 100 Mal verloren in der ersten Runde und das hat wieder nicht ganz gereicht. Aber ein kurzes Trostpflaster war dann am Ende, dass ich von den Nationaltrainer fürs Team nominiert worden bin und da kämpfen habe dürfen. Und als wir dann am Ende auf dem dritten Platz waren und ich eine echte WM-Medaille in der Hand gehabt habe, da war der Schmerz dann einmal wieder erstmal vergessen. Schmerz ist auch das richtige Stichwort für den dritten Geisenhausener im Deutschen Bunde. Für Ralf Kubanek stand die WM von Anfang an unter keinem guten Stern. Ich habe gleich in den ersten 10 Sekunden einen Schlag geblockt und mir dabei den Unterarm gebrochen, sodass das eigentlich ganz schnell vorbei war. Das war das Traurige an der Geschichte, so dass ich eigentlich das Ganze nicht so mitnehmen konnte, wie ich eigentlich gerne gewollt hätte. Aber insgesamt muss ich sagen, war das schon beeindruckend mit den ganzen Nationen. Beeindruckend ist überhaupt die gesamte Arbeit des rund 330 Mitglieder zählenden KSV Geisenhausen. Von den kleinen sogenannten Kampfkatzen über den Jugendsport bis hin zu den Erwachsenen ist jede Altersgruppe vertreten. Allerdings muss man beim Kickboxen zwischen zwei Disziplinen unterscheiden. Das Kickboxen, ich sage jetzt Vollkontakt zum Beispiel, das ist dem Boxen am nähersten. Da sind im Prinzip alle Boxtechniken erlaubt und dazu halt die Füße oberhalb der Gürtellinie. Also Kicks nur oberhalb der Gürtellinie. Das Pointfighting ist ein bisschen anders. Das geht mehr in die traditionellen Kampfsportarten rein. Das heißt, wie der Name Pointfighting schon sagt, wird nach jedem Punkt oder nach jedem Treffer gestoppt, der Kampf unterbrochen, ähnlich wie beim Fechten. Das, glaube ich, ist ein recht passender Vergleich. Und so erfolgen da die Wertungen ein bisschen anders wie beim Vollkontakt, weil ja da durchgekämpft wird. Während sich Ralf Kubanek mit der Rückkehr auf die Matte noch etwas gedulden muss, bereiten sich Katharina Flieser und Johanna Brunbauer schon wieder fleißig auf die nächsten Wettkämpfe vor. Schließlich haben sie sich für die Zukunft noch einige Ziele gesteckt. Ja, dass ich weiterhin mich in der Nationalmannschaft etablieren kann und da weiter dabei bleiben kann. Für dieses Jahr möchte ich halt auf jeden Fall meinen ersten Platz in der Nationalmannschaft behaupten, dass ich dann am Ende nur mal die Chance kriege, auf die Europameisterschaft dieses Jahr mitzufahren und vielleicht dann auch irgendwann international auf dem Stockerl zum Landen bei so großen Wettbewerben. Ich möchte auf jeden Fall Europa- bzw. Weltmeister werden. Das ist so mein Ziel eigentlich. Da arbeite ich hin und hoffe jetzt einfach erstmal auf nationaler Ebene, dass ich wieder meine ganzen Titel verteidigen kann. Ja, das sind also erstmal kurzfristige und langfristige Ziele, die ich in diesem Sport eigentlich habe. Ja. Neben diesen drei Athleten sammelten übrigens 4 weitere Geisenhausener Mädels im Jahr 2013 bei der Jugend-Europameisterschaft in Polen gleich 3 Silber- und 1 Bronzemedaille. Beim KSV Geisenhausen braucht man sich also um eine erfolgreiche Zukunft keine Sorgen zu machen.